meine lieben Kreativen, bevor ich jetzt gleich anfange zu nähen, man sieht ja schon mein Nähzeug hier liegen, hier liegt es schon, genau, wollte ich jetzt erst das Unboxing schnell drehen, denn ich habe Post bekommen von Q-Deals. Ja, ich durfte mir wieder etwas personalisieren lassen und ich bin sehr gespannt, wie die Bilder rauskommen. Es sind diesmal zwei Stück. Und ja, ich hole es einfach mal raus. Da haben wir schon mal das erste. Und, oh, was ist das denn? Oh, da müssen wir gleich mal gucken. und das zweite. Genau. Und wir haben noch ja, ein paar Geschenke dabei. Das hier ist einmal so eine Folie, also diese weiße Folie, die ihr bestimmt kennt von den Diamond Painting Bildern. Genau, davon habe ich welche bekommen. Richtig cool. Also dann kann ich das nämlich austauschen. Genau, das ist hier nämlich dieses Wachspapier. Sehr, 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 sehr cool. Und wir haben noch eine kleine Figur. Ja, das letzte Mal hatten wir ja das Quietscheentchen drinne und diesmal haben wir einen kleinen Dino. Der ist ja süß. ja, richtig, richtig niedlich. Finde ich toll. so, das legen wir gerade erstmal zur Seite. Und dann widmen wir uns mal den Bildern. Ja, das kleinere Bild habe ich aus dem Shop ausgesucht. Die haben nämlich auch einen Shop. Und das große habe ich mir personalisieren lassen. Und ich bin so, so, so gespannt. Ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal gerade das kleine. Genau. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal. Also das kleine Bild hat die Maße 30x45 mit eckigen Steinen. Das seht ihr dann immer hier. Also hier ist die Größe. Und das S steht für Square. Und das heißt dann halt, dass es eckige Steine sind. Das wollte ich gerne so haben. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil dieses Bild hier, damit kann ich mich eigentlich identifizieren. Denn es ist eine kleine Minimaus. Ich hoffe, man kann das jetzt sehen. Es ist eine Minimaus, die am Nähen ist. Und wir gucken mal. Wir gucken mal, wir gucken mal, wie das Bild aussieht. Ich bin gespannt. Ja. Ja. Also jetzt so auf dem Druck, wie ich das jetzt gerade sehe, sieht es ein bisschen klein aus, aber in der Kamera, ja doch, doch, man kann es erkennen. So, dann gucken wir mal. Wir haben ein Toolkit mit einer Pinzette, Stift, Schiffchen, Tütchen, Wachs, genau. Und natürlich die Steine, die sind auch wieder in Zipptütchen. So, ich hole es mal gerade raus. Genau, da haben wir hier nämlich nochmal das Bild. So, ich hoffe, man kann es jetzt gut erkennen. Da ist es. Ansonsten blende ich euch das jetzt gerade nochmal ein. Ja, das Bild hat 31 Farben. Ja, 31 Farben hat es. Wie gesagt, eckige Steine. Und ich finde die Steine wirklich top. Also die haben eine super Qualität. Ich habe ja zwei Bilder schon gepaintet. Und genau. Also es ist wirklich, wirklich toll. Ich bin gespannt, wie es aussehen wird. So, mal gerade gucken. Ich drehe es mal so rum. Süß, oder? Also ich finde es richtig süß. Süß. Ja, man kann es sehen. Voll cool. Ja,
ich liebe es und das kommt auch hier bei mir in meine Ecke rein. Jetzt kriege ich die ganze Zeit gerade einen Anruf, aber die muss jetzt gerade erstmal warten. Ja, das war jetzt Bild Nummer 1. Und dann kommt Bild Nummer 2. So, obwohl, das lasse ich mal gerade schon mal draußen, das Toolkit. So, Bild Nummer 2. Das ist die Personalisierung von mir. Und zwar ist das Bild in 40x50, auch in eckig. Und dann gucken wir mal. Gucken wir mal, wie das Bild rauskommt. Ich bin sehr gespannt. Na, es klebt ein bisschen fest in der Folie. So, dann wollen wir mal. Oh, ich glaube, das wird gut. Ich glaube, das wird gut. Das ist in 40x50. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Bilder kennt. Ja, ich fand die damals schon so cool. Zur Zeit, wo ich Radio gemacht habe. Und ich muss sagen, ja, es kommt richtig gut. Oh ja. Oh ja, oh ja. So sieht man es richtig gut. Ja, also bevor ich es vergesse, der Druck an sich, der sieht immer ein bisschen anders aus. Das habt ihr ja an den anderen Bildern gesehen, gerade auch an dem Bild von Lucky. Die beiden Bilder übrigens, die ich fertig habe, die blende ich euch am Ende des Videos ein. Und dann könnt ihr es nochmal sehen, die fertigen. Und ja, also es sieht jetzt heller aus, als es ist. In Wirklichkeit ist es halt dunkler, das Bild. Und wir gucken mal gerade nach den Steinen. Wie gesagt, 40x50 hat 33 Farben. Genau, da sieht man das Bild nochmal. No, wir haben hier auch die Papierlegende, finde ich auch immer sehr gut. Und es sind halt sehr viele, ja, hier ist jetzt schwarz noch mit bei, also haben wir ein dickes Päckchen schwarz. 939 ist bei. Wir haben hier halt einiges auch an Rottönen mit bei. Und rosa und so für das Gesicht. Richtig cool. Ach, jetzt habe ich vergessen, die Legende reinzulegen. Ja, ich zeige euch jetzt gerade noch den Druck. Und wie gesagt, am Ende des Videos blende ich euch dann die fertigen Bilder ein von den beiden personalisierten, die ich schon fertig habe. So, ich hole euch mal gerade ein bisschen ran. Seht ihr den Druck? Wie glasklar dieser Druck ist? Ich liebe es einfach. Ich liebe es. Also die Qualität ist wirklich bombenmäßig. Also ich kann da echt nicht meckern. Ja, das war es dann erstmal wieder von mir. Ich werde die Bilder sehr wahrscheinlich wieder im Live painten. Auf TikTok. Wir gucken mal. Es wird auf jeden Fall auch noch ein Paint with Me geben zum Thema von den Bildern von Kudiz. Und genau, ich weiß nur noch nicht, mit welchen ich dann von den beiden starte. Auf jeden Fall, ja, danke fürs Zusehen und winke, winke. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.